hatte befürchtet, dass wir es nicht rechtzeitig schaffen, Shepard. Ich musste mich auf dem Weg 100 Ihrer Anhänger entledigen. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Sie haben verloren. Das wissen Sie doch, Bruder. In wenigen Minuten hat die Sovereign die Kontrolle über alle Systeme der Zitadelle. Das Portal wird sich öffnen. Die Reaper werden zurückkehren. Ich gehe jetzt zu dieser Hauptkontrolltafel und Sie können mich nicht aufhalten. Sie haben unsere Begegnung auf Vormaja überlebt. Aber ich habe mich verändert, mich verbessert. Die Sovereign hat mich mit Upgrades ausgestattet. Moderne Hardware kann sie nicht retten. Ich sollte Ihnen wohl danken, Shepard. Nach Vormaja musste ich immer an das denken, was Sie gesagt haben. Dass mich die Sovereign manipuliert, mich indoktriniert. Die Zweifel begannen an mir zu nagen. Die Sovereign spürte mein Zögern und ich bekam ein Implantat, um meine Entschlossenheit zu stärken. Nun habe ich keine Zweifel mehr. Ich glaube an die Sovereign. Ich verstehe, dass die Reaper organische benötigen. Schließen Sie sich uns an, dann findet die Sovereign auch einen Platz für Sie. Die Sovereign kontrolliert sie durch die Implantate. Erkennen Sie das denn nicht? Die Beziehung ist symbiotisch. Organe und Maschine verbinden sich zu einer Einheit von Fleisch und Stahl. Die Stärken beider bleiben, die Schwächen verschwinden. Ich bin eine Vision der Zukunft, Shepard. Die Evolution allen organischen Lebens. Das ist unser Schicksal. Schließen Sie sich der Sovereign an und erleben Sie Ihre Wiedergeburt. Die Reaper nutzen die Organischen nicht. Sie verschlingen sie und werfen sie weg. Sobald die Eroberung abgeschlossen ist, werden sie weggeworfen. Ich habe keine Wahl. Sie haben die Visionen gesehen. Sie haben gesehen, was aus den Proteanern geworden ist. Unterwerfung oder Tod. Es gibt keine anderen Optionen. Sie hätten sich widersetzen können. Sie hätten kämpfen können. Stattdessen haben sie sich ergeben. Sie haben aufgegeben. Vielleicht haben Sie recht. Vielleicht gibt es noch eine Chance für... Die Implantate! Die Sovereign ist zu stark. Tut mir leid. Es ist zu spät für mich. Es gibt noch einen Weg, das aufzuhalten. Wenn Sie den Mumm dazu haben. Geben Sie wohl, Shepard. Vielen Dank. Jills Datei hat funktioniert. Ich habe die Kontrolle über alle Systeme. Schnell, öffnen Sie die Arme der Station. Vielleicht kann die Flotte die Sovereign erledigen, bevor sie die Kontrolle über die Station zurückerlangt. Versuchen Sie, einen Kommunikationskanal zu öffnen. Die Destiny Ascension. Hauptantrieb offline. Kinetische Barriere um 40% gesunken. Der Rat ist an Bord. Ich wiederhole, der Rat ist an Bord. Normandy an die Zitadelle! Normandy an die Zitadelle! Bitte sagen Sie mir, dass Sie das sind, Commander! Haben Sie jemand anderen erwartet? Wir haben den Notruf empfangen, Commander. Ich bin hier bei der ganzen Arcturus-Flotte im Andura-Sektor. Wir können die Ascension retten. Öffnen Sie einfach das Portal an der Zitadelle, dann schicken wir die Kavallerie rein. Sie können keine Menschen opfern, um den Rat zu retten. Was haben die denn je für uns getan? Dies ist wichtiger als die Menschheit. Die Sovereign ist eine Gefahr für jede organische Spezies der Galaxis. Sehr richtig.
Wir können keine Verstärkung opfern, um den Rat zu retten. Wir müssen sie zurückhalten, bis die Sovereign angreifbar ist. Wie lautet der Plan, Commander? Sollen wir reinkommen, um die Ascension zu retten oder uns zurückhalten? Warten Sie, bis sich die Arme öffnen, Joker. All unsere Schiffe müssen sich auf die Sovereign konzentrieren, auch wenn wir so den Rat opfern. Ein Opfer zum Wohle aller. Hoffentlich ist es nicht vergebens. Alle Allianzschiffe halten die Formation. Warten Sie auf eine freie Schussbahn zur Sovereign. Das hat höchste Priorität. Ich wiederhole, das hat jetzt absolute Priorität. Wir kriegen es ist die Allianz. Öffnen Sie einen Com-Kanal. Hier ist die Ascension. Wir stehen unter schwerem Beschuss. Guardian-Abwehr wurde überwältigt. Die Barrieren sind ausgefallen. Commander, Sie haben die Verbindung abgebrochen. Sehen Sie nach, ob er tot ist. Er ist tot.
sind unten. Das ist unsere einzige Chance. Macht das Monster um jeden Preis fertig.
ganz ruhig. Sie sind jetzt in Sicherheit. Wo ist der Commander? Wo ist Shepard? Wir haben Ihre Nachricht erhalten, Botschafter. Was ist los? Kein Grund, sich aufzuregen, Captain. Ich würde dieses Treffen gern mit allen Zähnen im Mund beenden. Sie sollten mir für das, was ich getan habe, danken. Wäre die Normandy noch immer am Boden, dann wären wir jetzt alle tot. Ich verstehe, Captain. Sie haben nur getan, was Sie tun mussten. Es gibt einen anderen Grund, warum Sie hier sind. Wir müssen dem Rat berichten, was geschehen ist. Commander Shepard hat das Richtige getan. Wir mussten unsere Flotte zurückhalten, um der Sovereign folgen zu können. Es war der einzige Weg. Das stimmt. Aber dies eröffnet uns außerdem eine Möglichkeit. Die Flotte der Zitadelle wurde bei dem Angriff dezimiert. Dieser Verlust hat die Allianz stärker gemacht. Sie können den Wiederaufbau nicht ohne uns schaffen. Wir müssen bei der Bildung eines neuen Rats die Führung übernehmen. Und er sollte einen menschlichen Vorsitzenden haben. Ich gehe davon aus, dass uns die anderen Rassen einladen werden, uns dem Rat anzuschließen. Aber ihn anführen, das ist eine ganz andere Geschichte. Die anderen Spezies haben Angst. Sie haben so etwas noch nie zuvor erlebt. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Sie wollen, dass wir vortreten. Sie glauben an uns. Und das verdanken wir Ihnen, Shepard. Sie haben die Galaxis vor der Sovereign gerettet. Sie sind ein Symbol für alles, was an der Menschheit gut ist. Für unseren Mut, unsere Stärke. Der Botschafter hat recht. Die anderen Rassen sehen jetzt zu uns auf. Sie werden uns nicht nur als Anführer akzeptieren, sie werden es sogar begrüßen. Angesichts all der Dinge, die Sie getan haben, wird die Allianz wissen wollen, wer Ihrer Ansicht nach Ratsvorsitzender werden soll, Commander. Wir sind dabei, in den Krieg zu ziehen. Wir brauchen jemanden mit militärischer Erfahrung. Jemanden wie Captain Anderson. Sie haben überzeugende Argumente. Sind Sie bereit dafür, Captain? Ich weiß nicht, ob überhaupt einer von uns bereit dafür ist. Aber ich werde mein Möglichstes tun. Und wie geht es jetzt weiter? Die Reaper sind immer noch da draußen. Sie kommen. Und ich werde einen Weg finden, sie aufzuhalten. Shepard hat recht. Uns steht ein Krieg gegen die Reaper bevor. Wenn wir verlieren, ist das Ende allen Lebens, wie wir es kennen. Wir müssen dem Rest der Galaxis zeigen, wie man überleben kann. Mit der Unterstützung der anderen Rassen können wir diesen Kampf gewinnen. Mit ihnen im Rücken können wir die Rückkehr der Reaper aufhalten und sie zurück in den Orkusnebel treiben.